Ich habe einfach faul auf der Couch gechillt, als mich urplötzlich eine unglaubliche Nachricht auf Instagram erreicht hat von, wer hätte gedacht, die Hansa Pro. Die meinten, die finden meine Videos auf YouTube cool und ich dann so, what? 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 Me? Ich bin doch niemand, aber ich habe mich übelst krass gefreut, dass mich die Hansa da angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich eventuell Interesse hätte, deren Plugin, die Hansa Pro, auszuprobieren. Ich so, what? Natürlich habe ich Lust, euer Plugin auszuprobieren. Ich liebe dieses Plugin. Ich habe es die letzten paar Wochen ziemlich intensiv benutzt bei vielen meiner Foto- und Filmprojekte. Und das ist das Schöne an die Hansa Pro, weil ihr das auch wirklich geil für Fotos anwenden könnt, weil es eben auch eine App fürs iPhone oder für Android, I don't know, auf jeden Fall fürs Handy dafür gibt. Und die App ist im Grunde genauso aufgebaut wie auch das Plugin. Man öffnet es, man kommt rein, es lädt, ihr wählt ein Bild aus, das ihr wollt oder aktualisiert mal ganz kurz die Profile, wups die rups. Leider ist es nicht inkludiert, wenn ihr das Plugin kauft, sondern es kostet etwas extra. Wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz und gehen auf so Raw-Footage, gehen dann auf Bearbeiten und gehen jetzt einfach mal schön Stück für Stück mit Belichtung anpassen, falls wir sagen, wir wollen ein bisschen moodier Look haben oder die Temperature anpassen. Also alles, wie ihr es aus dem Plugin schon mal kennt oder kennen werdet. Und dann gehen wir halt in die wichtigen Dinge. Wir haben hier als allererstes die Filmstocks, die Filmprofile, mit denen ich persönlich selten rumspiele. Meiner Meinung nach ist das meistens einfach nicht der Style, den ich so liebe habe. Lieber gehe ich in den Filmprint, weil da fängt bei mir die Magie an. Standardmäßig ist es halt auf Linear und ich stelle es halt immer auf Codec 2383, weil das halt der Look ist, den ich haben will. Bei dem Bild ist es jetzt so ein bisschen kritisch, weil das eben kein Log-Footage oder Cineon-Log-Footage ist, sondern halt ein ganz normales Handyfoto. Bisschen kritisch in dem Sinne, deswegen würde ich hier sagen, okay, wir ziehen den Kontrast ein bisschen zurück, weil der mir ein bisschen zu stark hier ist und schauen, dass wir die White Balance auch eher in eine Richtung strecken, die mir gefällt. Aber sonst ist es halt literally genau dasselbe wie das Plugin. Und genau wie beim Plugin ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört, dass ich keine Option habe, die Reiter oder die Tabs individuell für mich anzuordnen, weil ich viele dieser Tabs einfach nie benutze. Beispielsweise Farben. Da passe ich fast nie was an. Aber nichtsdestotrotz ist es cool, so eine App zu haben. Ich selbst bin nicht so der Fan von Fotos auf dem Handy zu bearbeiten, einfach weil von Anfang an der Bildschirm mir viel zu klein ist, um irgendetwas darauf wohl und wollend beurteilen zu können. Nichtsdestotrotz gibt es nicht viele alternative Apps, mit denen man coole Fotos am Handy schnell bearbeiten kann. Nehmen wir mal an, man ist zu faul, sich den Laptop aus dem Rucksack zu holen. Dann ist das natürlich eine coole Option, auch einfach unterwegs seine BTS-Fotos schnell in einen coolen Filmlook umzuwandeln. Wie wollen wir denn jetzt filmen? So, aber unter Print kann man halt immer schön den 2383 Print drauf machen, ein bisschen Kontrast, ein bisschen die Belichtung runter, schauen, dass wir die Sättigung runterziehen, aber dafür die Farbdichte erhöhen und noch ein bisschen an den Farben ziehen. Und schon hat man einen ziemlich dramatischen Look, ohne halt jemals den Computer aufgemacht zu haben. Wie gesagt, das muss einem gefallen. Ich bin da nicht immer der Fan von, weil ich einfach gerne einen großen Laptop bzw. einen großen Monitor habe, aber manchmal kann das eigentlich ganz cool sein. Weil man muss schon sagen, damn, es ist viel. Das ist wirklich viel. Also das ist das, was mir als allererstes aufgefallen ist, dass die Hansa als Plugin erstmal auf den ersten Schlag und auf den ersten Blick unfassbar überwältigend wirkt. Weil du erstmal konfrontiert wirst mit Source, was zum Teufel soll ich da auswählen? Im besten Fall immer Choose Camera. In meinem Fall habe ich mit einer Panasonic S5 Mark II gedreht und da Panasonic anders als Blackmagic, Sony und so weiter es hinkriegt, einfach nur einen einzigen Log-Profil anzubieten. Leute, Kamerahersteller, nehmt euch ein Beispiel, macht es doch wieder alle wie Panasonic, ist ja wirklich kein Hexenwerk. Ihr gebt eure Kamera ein und euer Format und habt dann erstmal die Möglichkeit, Exposure, Temperature und Defringe einzustellen. Erstmal musste ich rausfinden, was zum Teufel Defringe bedeutet. Defringe sind chromatische Aberrationen scheinbar. Wenn ihr das erste Mal Dehancer auf euer Footage packt, passiert das. Ihr denkt so, what?
the hell passiert da gerade? Nun ja, D-Answer macht zwei Dinge upfront. Und zwar als allererstes ist D-Answer eingestellt auf Rack 7 und 9 als standardmäßige Einstellung. Das heißt, wenn wir hier mal kurz mein LUT draufpacken, das halt auf Rack 7 und 9 gegradet ist, dann sieht es immer noch scheiße aus. Das liegt nämlich daran, dass auch immer standardmäßig ein Filmprofil aktiviert ist. Wenn wir das hier deaktivieren, tada, jetzt hat es endlich einen Look, mit dem man wirklich arbeiten kann, der jetzt wirklich nicht mehr so grell hässlich aussieht. Sorry, D-Hanser, aber ich weiß nicht, warum ist das immer standardmäßig eingestellt? Warum ausgerechnet Vision Free 250D? Wie sieht das denn bitte aus? D-Hanser Pro hat einen unglaublichen Job hier getan, diese Profile nachzustellen nach den richtigen Filmprofilen, die halt hier auch aufgelistet werden. Es sieht wirklich gut aus, wenn man eben genau nach so etwas sucht. Beispielsweise haben wir hier unten auch den Codec Gold 200 und es kann richtig chillig und cool aussehen, wenn man eben genau nach so einem Look sucht. Weil wenn man sowas erzählt, hat man plötzlich einen ganz spannenden Film, bei dem man direkt das Gefühl hat, der spielt definitiv in einer anderen Zeit. Und da spielt D-Hanser auch noch einmal seine Stärken heraus, weil D-Hanser halt neben dem Grading-Tool auch viel mehr bietet. Was ihr hier seht, ist ein direkter Vergleich zwischen dem Halation von D-Hanser Pro, dem hier. Es wird einfach subtle, es ist einfach warm, es ist soft. Also wenn wir mal ganz kurz das hier nochmal deaktivieren und hier in D-Hanser da unten, mein Gott, warum öffnet er es jedes Mal neu? Ich habe die alle schon zugeklappt und er klappt sie immer wieder neu auf. Das ist so nervig. Nun ja, wenn wir jetzt Halation aktivieren, sehen wir, dass da so ein schöner, warmer Cast über die Kanten, über die hellen Kanten des Bildes rankommt und vor allem, es ist sehr dezent. Wenn wir uns aber jetzt das Halation Tool von DaVinci intern ansehen, um ein Großbild, guckt euch an, wie das über das ganze Bild spreadet. Es ist sehr viel aggressiver und es trifft auch Stellen des Gesichtes, das ich eigentlich gar nicht haben will. Wie beispielsweise die Nase, die plötzlich anfängt zu strahlen. Das ist halt ein sehr künstlerischer Effekt, der halt over the top ist. Einfach zu viel. Aber DaVinci bietet euch natürlich in dem Halation Tool sehr viele Möglichkeiten, hier Dinge anzupassen und zu schauen, dass ihr da halt so eure Einstellung setzen könnt, dass es halt ein bisschen dezenter ausfällt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da nie so richtig, richtig warm geworden mit DaVinci's Halation. Ich habe das in einigen Projekten verwenden wollen und dann wurde es von der Seite der Produktion wieder zurückgerudert, weil es einfach too much aussah. Und deswegen habe ich Halation so ein bisschen abgeschrieben, bis, nun ja, D-Hanser daherkam und mir mit D-Hansers Halation Tool etwas an die Hand gegeben hat, das sehr viel subtiler funktioniert und einfach eher dem entspricht, was mir gefällt. Filmgrain an, Filmgrain aus. Was seht ihr? Ich hoffe, auf über die YouTube Compression könnt ihr das sehen. Was seht ihr in diesem Filmgrain? Erstmal, guck mal, diese schöne weiche Haut und dann killen wir die weiche Haut mit diesem Look und hauen da richtig viel Rauschen rein. Und ich denke mir so, geil, aber warum ist da farbiges Rauschen drin? Warum ist da Chroma-Rauschen drin? Das macht mich wahnsinnig, das macht mich fertig. Das heißt, in der Standardeinstellung von D-Hanser, in den Standard-Presets ist immer Chroma-Rauschen drin. Und wenn wir in Custom wechseln, ist Chroma-Rauschen auch immer auf 70%. Leute, wer will Chroma-Rauschen haben? Guck mal, wie viel besser das aussieht. Okay? 70% Chroma-Rauschen und 0% Chroma-Rauschen. Jetzt sieht es blockig aus. Jetzt sieht es einfach nur aus nach schwarz-weißen, farblosen Luminanzrauschen. So wie Filmrauschen eben aussehen sollte. Und bestenfalls nimmt ihr diesen Look jetzt auch mit ans Set. Und zwar in Form eines Monitor-LUTs. Und das ist das Entscheidende. Ihr könnt es einfach sagen, okay, cool, ich exportiere mir jetzt meinen Look, den ich in der Pre-Production schon vorbereitet habe, bevor der Color Grader da halt mit Expertise rangeht, und kreiere mir ein LUT, den ich halt auf meine Kamera schmeißen kann,
dass ich direkt vor Ort sehen kann, wie gut es aussieht. Das heißt, ich sehe, wie sehr die Highlights stechen, ich sehe, wie die Farben eventuell interpretiert werden und sind wir einfach mal ehrlich, es sieht halt einfach schön aus. Es sieht halt einfach ein bisschen interessanter aus. Das ist halt ein entscheidender Punkt. Jetzt einfach als Beispiel, hier habe ich nochmal 4 verschiedene Ansätze, wie man überhaupt an ein Ergebnis rangehen kann. Beispielsweise haben wir hier jetzt ganz normal eine Color Space Transform zu Cineon und dann von mit Cineon dann in den Codec 2383D60 LUT. Darauf habe ich auch meinen eigenen LUT gemacht. Das heißt, der basiert quasi auf diesem Codec 2386 und ihr seht auch, die sind relativ ähnlich. Meine hat natürlich noch ein paar extra Dinge drauf, damit es ein bisschen weicher wird und nicht so hart. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir das jetzt nochmal mit dem Dehancer Workflow vergleichen, dass die sehr ähnlich sind, weil wir ja beim Dehancer am Ende ja auch einfach in den 2383 Printfilm reingehen. Der Filmprint, den halt alle haben wollen, den jeder nachjagt, weil der halt so schön kontrastreich und color dense ist. Und dann haben wir nochmal als Vergleich den Dehancer Look, der super ähnlich aussieht zu meinem, nur ein bisschen mehr Grünstich hat, was wir halt sehr geil direkt hier in dem Tint halt anpassen können. Und wie gesagt, ihr braucht das Plugin nicht, weil ihr könnt natürlich hingehen und mit einem Color Transform Node zu Cineon Film Lock gehen und dann über den Codec Filmstack, den ihr direkt in DaVinci Resolve gratis dazu kriegt, einen sehr, sehr, sehr ähnlichen Look erzielen. Wie ihr seht, es geht. Da haben wir sehr viel mehr Magenta drin, den wir wieder versuchen müssen, im Nachhinein aus dem Bild herauszukriegen. Und wenn wir das jetzt mit dem fertigen Produkt vergleichen, weil dieser Frame ist aus einem Film, den ich gegradet habe und gedreht habe, dann haben wir das. Das ist das Endbild. So sieht der Film am Ende aus. Schön auch nach Codec 2383 gegradet, aber der ganze Film hat eben den Look an sich, dass er so ein bisschen rötlich sein soll. Das ist halt meine Präferenz gewesen. Ich war DOP, Cutter und Grader von dem Film und direkt in der Pre-Production, direkt im Moodboarding und in der Konzeption des Films habe ich gesagt, ich möchte so einen roten Tint, so einen braun-roten Tint in meinem Grading drin haben. Und das haben wir natürlich direkt etabliert. Und ihr seht, was ich damit zeigen will, ist, und darauf nochmal zurückzugehen, wenn wir uns das Dehancer-Plugin hier nochmal ziehen und zurück auf die Einstellungen gehen, die ich vorher angenommen habe, so ein bisschen mehr Wärme und dann noch ein bisschen mehr Tint, dass wir jetzt super nah dran sind. Also es ist nicht mehr weit hin zu der Vision, die ich dann als finales Grading benutzt habe. Was unglaublich ist, weil wir halt darüber reden, dass wir hier gerade nur eine einzige Note benutzen, Leute. Es ist geil. Also wenn wir jetzt mal kurz auf die anderen Bilder gehen, hier habe ich auch nochmal ein Beispiel aus dem Film mit Dehancer gegradet und alleine dieses Framing, wo man halt so einen langweiligen Bus sieht. Erstens haben wir hier einen 65 mm Grain drauf mit ISO 50. Meine persönliche Präferenz, weil ich finde, zu grobiges Grain sieht bei modernen Filmen einfach ein bisschen zu künstlerisch aus. Gehen wir jetzt mal rüber und nehmen beispielsweise das Standard und zwar 35 mm ISO 100, 250 oder auch 35 mm ISO 50 versus 75 mm ISO 50. Ihr seht, wie viel kleiner das Rauschen wird. Es wirkt sehr viel subtiler. Und das ist natürlich einfach eine Frage der Präferenz. Ich bin einfach nicht der größte Fan vom Rauschen. Außer es hat einen stilistischen Hintergrund. Und deswegen sage ich, 35 mm ist nicht ganz mein Stil, zumindest nicht immer. Wenn ihr jetzt beispielsweise für Social Media exportiert, für Instagram oder YouTube, durch die Compression geht oft sehr viel Rauschen verloren. Da kann man überlegen, eventuell sogar extra viel Rauschen beim Graden zu benutzen, damit es halt in YouTube dann nach überhaupt Rauschen aussieht, weil die Compression es halt so kickt. Aber meine eigene Präferenz ist 65 mm ISO 50, vielleicht ISO 250,
aber es ist so unglaublich fein. Und wenn wir jetzt nochmal kurz auf Fullscreen gehen, um das zu sagen, warum sieht dieses komische Bild von diesem schiefen Bus so unglaublich nach Filmausschnitt aus? Einfach nur durch 3-4 kleine kurze Klicks mit Dehancer das hier angeklickt habe, dachte ich, wow, diese Gelbtöne sehen so schick knackig aus, so richtig schön, wie ich es aus einem Hollywood-Film kenne. Und dann habe ich abgespielt und dachte mir so, ja, das sieht geil aus. Die Blautöne gefallen mir nicht, das liegt daran, dass deutsche Bushaltestellen einfach fucking hässlich sind und daran kann die Hands einfach nichts, weil das ist eben wie Codec 238 Blautöne interpretiert. Und man müsste halt hier jetzt nochmal mit einem Color Picker oder mit einem HSL-Tool die Blautöne ein bisschen umschiften. Aber das ist dann wieder eine Präferenz und da gehen wir schon sehr viel tiefer in den Filmlook rein. Aber das ist ein schönes Blau. Not gonna lie, das ist ein schönes Blau. Es ist für meinen Geschmack einfach nur zu gesättigt. Und das ist halt so ein bisschen dunkleres, düsteres Blau, was halt für den Mut des Filmes viel besser passt. Wenn ihr es nicht wollt, braucht ihr die Dehancer nicht zu kaufen, weil ihr, was die Codec 2383 Interpretation von Dehancer angeht, auch in DaVinci Resolve nachstellen könnt. Aber, und das ist halt der entscheidende Punkt, es wird mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe meinen Film, also diesen Film, ohne Dehancer gegradet. Und ich bin super happy mit diesem Grade und ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, dass das ein schönes Grading ist. Was ich damit sagen will, obviously, es ist möglich, selbstverständlich auch ohne Dehancer, so einen schönen Filmlook zu erzählen. Aber der Aufwand, der hinter diesem Grade steckt, ist sehr, sehr viel größer. Ich habe da sehr viel mehr Notes benutzt, sehr viel mehr Zeit rein investiert. Und hier haben wir halt, wie ihr seht, mit zwei Notes schon eine sehr, sehr gute Richtung, die fast dasselbe erzählt. Man merkt, wenn man sich vor allem die Hauttöne ansieht, dass man dem Endprodukt schon ziemlich nah rankommt und dass der Rest sehr viel Look einfach ist. Die Dehancer ist halt kein One-Way alles könnende Tool. Also es ist nicht, dass ihr die Dehancer draufklatscht und sagt, jawohl, jetzt sieht's toll aus. Das ist es nicht. Wichtig ist, und das ist halt das Entscheidende, was ich halt einfach oft das Gefühl habe, vergessen wird, dass Color Grading genauso entscheidend ist wie Sound Design oder Lichtsetzung. Und ich weiß, manche mögen mich vielleicht damit kreuzigen wollen, aber das ist einfach die Wahrheit. Ich habe sehr viele unfassbar hässliche Aufnahmen gerettet, einfach durch Color Grading, weil du so viel aus dem Filmmaterial rausholen konntest, indem du an den richtigen Reglern gezogen hast. Und das dürft ihr nicht vergessen. Tschüss!